Wir sind hier bei der Fraktionssitzung für unsere nächste Kreistagssitzung, Kreis Vorpommern Greifswald. Am Montag wird die Kreistagssitzung sein und wir gehen jetzt die Tagesordnung durch. Wir haben jedes Mal 3 Anträge auf der Tagesordnung, mindestens. Manchmal haben wir auch mehr, aber diesmal 3. Wir haben hier zum Beispiel eine dubiose Sache von der Insel Usedom. Und zwar gibt es dort 2 historische Villen, die schon um die 100 Jahre alt sind, heißen Emma und Egia. Und die sollen nun abgerissen werden. Die waren denkmalsgeschützt. Dann kam ein Investor aus dem Westen, hat die gekauft und auf einmal wurde der Denkmalschutz aufgehoben. Merkwürdig daran ist, dass der Denkmalspfleger des Landkreises, die haben also einen eigenen von der Sorte, ein Gutachten geschrieben hat, wonach die denkmalsgeschützt bleiben sollten und sehr viele Argumente angeführt hat, warum das so sein soll. Und wir beantragen nun, dass die Landrätin sich beim Landesamt für Denkmalspflege dafür einsetzen soll, dass diese Villen wieder auf die Denkmalsliste gesetzt werden und dass ein entsprechender Bescheid ergeht. Denn wir haben ja das Gutachten des kreiseigenen Denkmalspflegers, der sagt, das soll so sein. Und die Landrätin soll dem Landesamt für Denkmalspflege das Gutachten auch zukommen lassen, damit die das erstmal lesen, bevor sie womöglich zu einer neuen Entscheidung kommen. Denkmalschutz und Traditionspflege steht für uns vor kurzfristigem Profitinteresse. Ein anderer Antrag dreht sich um die Praxis des Jobcenters, also Thema Hartz IV. Ganz kurz gesagt, während einerseits die Politik sich für den Mindestlohn einsetzt und den es auch groß und breit ankündigt, dass der eingeführt würde, zwingt auf der anderen Seite das Jobcenter häufig Leute, Jobs anzunehmen, die weit unter diesem Mindestlohn bezahlt werden. Und das kann ja nicht sein, wenn man schon den flächendeckenden Mindestlohn will, dann kann man nicht noch Hartz-IV-Empfänger zu Arbeitgebern schicken, die Ausbeuterlöhne bezahlen. Und darum geht es in diesem Antrag. Und das Dritte, wir wollen, dass die Geschäftsordnung abgeändert wird. Nicht bisher ist es so, dass Anfragen von Kreistagsmitgliedern nicht als Drucksachennummer behandelt werden und nicht in das Ratsinformationssystem eingestellt werden, sodass man die sich in einem großen Haufen Papier irgendwo raussuchen muss, da keine Systematik drin ist. Und wir wollen, dass man die möglichst schnell und effizient finden kann. Das ist so eine Nebensache. Das sind unsere 3 Anträge. Ja, interessierte Bürger können am 9. Dezember ab 16 Uhr die Kreistagssitzung im Weltnetz live auf der Seite des Kreistages verfolgen.